Ruanda, Land der tausend Hügel. Doch die Schönheit wird überschattet. Denn Ruanda und Deutschland haben eine grausame Gemeinsamkeit. Beide Länder haben sich mit den Gräueln von Völkermord auseinanderzusetzen, der von Deutschen verübte Holocaust in Europa und der Genozid in Ruanda. Und so stehen beide Länder nach dem fundamentalen Zusammenbruch ihrer Zivilisation vor der Herausforderung, mit Vergangenheit und Zukunft umzugehen. Überzeugt davon, dass der Vergleich beider Ereignisse neue Perspektiven auf die Vergangenheit eröffnen kann, hat die Akademie CPH zusammen mit dem Nürnberger Verein CKBV und dem Afrikanischen Institut für Integrale Psychologie, AIIP, die Konferenz Give the Past a Better Future begleitet. Vom 20. bis zum 22. Februar trafen sich die verschiedensten Experten aus Deutschland und Ruanda, um ihre Erkenntnisse auszutauschen. Erstmalig war es möglich, Vertreter der politischen Bildungsarbeit in der ruandischen Hauptstadt Kigali zusammenzubringen und über eine Kultur des Friedens zu diskutieren, die auf Bildung, aber auch Vergebung und Versöhnung aufbaut. Immer gemäß dem Ruf nach einem Nie mehr wieder. My idea is that that is a part of our history. And when I try to see what happens nowadays, I recognize that there's much effort which was done, because in trying to rebuild the country, in trying to deal with the reconciliation of Rwandan, because the problem that what we can we have to know is that when we have different groups in a country, we see that those groups have to be considered as human beings and equal. We have to think on ways we can help people, different people who had the conflict, to live together. Am runden Tisch wurden auf einer öffentlichen Konferenz in Kigali schließlich die Ergebnisse der vorangegangenen Arbeitsphase vorgestellt. Auch wenn das Reden über die Gräueltaten oft eher abstrakt erscheint, muss die Errungenschaft der Tagung wohl vor allem darin gesehen werden, dass in einem politisch streng geführten Land wie Ruanda überhaupt ein Forum für einen diskursiven Dialog jenseits der kollektiven Überzeugung geboten werden konnte. The symbols in this nation, this country of us, we have... They try to compare what happened and what is done nowadays in Germany. I see that we have a lot of things to do. Of course that they know that we, after 20 years, we cannot behave as German who had this genocide 70 years ago. But my idea is that as we have to live together and as we have to think on the beautiful future for the young generation, it is really better to start thinking on what happened before and what was the motivation, how we can live together and in tolerance and in peace. Und so kann Give the Past a Better Future als Anfang verstanden werden, als Beginn einer intensiven internationalen Zusammenarbeit zwischen Nürnberg und Ruanda.